Herzlich willkommen zurück bei Pokémon Blatt Grün. Top 4 Nummer 2. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Brandy, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Bruno gegen Brandy. Ja. Dann zeig mal her, was du so drauf hast, Kumpel. Wir werden anfangen mit Ling. Okay, wir machen erstmal ein Schlafpuder rein in sein Gesicht. So, jetzt schauen wir erstmal, wie wir reagieren können. 51, die Pokémon werden schwächer. Habe ich das Gefühl, das war nur ein Witz, das wird natürlich gleich anders werden. So, fangen wir mal an. Es ist nur... Och, klar! Was denn sonst? Oh ja. Oh. Was denn sonst, ne? Oh ja, klar. Sei jetzt auch noch effektiver. Ach komm, jetzt hat er da ein Stein-Pokémon und ich kann da noch nichts anfangen dagegen. Wie schmeckt denn der Silberhauch? Nur mal so zum Test einfach. So, Silberhauch. Schmeckt ihn nicht so. Also schmeckt mir jetzt nicht so. So, Monkey. Dein Auftritt. Wir fangen an mit einem Kreuzhieb. In sein Gesicht, bitte. So. Nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv. Okay. Ein Durchbruch, bitte. Ins Gesicht. Aber das war voll auf die Stirn. Felsgrab, bitte nicht effektiv, bitte nicht. Ah, es ist gar nicht effektiv. Das ist natürlich umso besser. Effektivität, Effektivität, Initiative. So. Das bringt einen Onix aber auch nichts. Ah, das ist ja... Das war ein Wortspiel von mir. Onix, auch nix. So, haben wir hier ein schönes Kreuzhieblein in Onix Gesicht. Und das war's. Super. Monkey erhält einige Erfahrungspunkte. So, als nächstes wird ein weiteres Onix eingesetzt. Dagegen haben wir auch noch ein Lapras, was auch was nützen wird. Da darfst du schön ran mit deinem Surfer, bitte. Weil, wie wir wissen, hat Onix unser Monkey etwas geschwächt. Ja, geht so. Nicht so effektiv, aber auch nicht gerade uneffektiv. Wir sind aber sehr viel effektiver und haben damit das Onix Directly bezwungen. Nocturne. So, jetzt ist so die Frage, haben wir irgendwas Effektives gegen Nocturne? Ja, haben wir ein Täubchen. So, Lapras kommt zurück, Täubchen. Du darfst ran. Himmelhieb könnte uns sowas von in die Hölle schicken. Wir fliegen bitte. Ich hoffe, es wird reichen, zweimal oder einmal. Beziehungsweise ich hoffe, es wird überhaupt effektiv sein. Ja, es ist effektiv und es reicht zweimal. Perfekt. Bitte kein Felsgrab. Doch, es ist natürlich Felsgrab. Lass uns zuerst angreifen. Lass uns zuerst angreifen in der nächsten Runde. Oh, das wird... Nein, wir überleben das nicht. Keine Chance. Himmelhieb überleben wir nicht, das war klar. Ah... Ling, bitte, mach einmal deine Schlafpuder-Attacke. Yes! Das heißt, wir können uns jetzt auftanken, meine Friends. Wundervoll. Wundervoll, das befreut mich natürlich umso mehr. Hypertrank, zack. Wir haben unser erstes Mal... Nein! Ja, wobei, Tempo-Hieb ist mir wurscht. Ist nicht so effektiv. Du gehst bitte wieder schlafen. Wir waren noch nicht fertig mit der Vorbereitung hier. Ja, tut mir leid, ich gehe gleich wieder. Ja. Das wollte ich ihm... Ah! Das war eine Runde, die wir hätten nutzen können. Naja, machen wir einfach mal einen Angriff und schauen mal, was der so nutzt. Bitte, 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 bisschen mehr. Bitte. Nein!
bitte keine Top-Genesung. Bitte keine Top-Genesung. Yes. Scheiß auf Nocturne, Mann. Das habe ich niemals geschafft. So, als nächstes kommt ein Macho Mai. Das werden wir einschläfern müssen. Sonst wird es uns ganz schön in die Fresse polieren. Ah, sind wir... Ich bin echt glücklich, dass unsere Pokémon so schnell sind, die wir hier brauchen. So, Macho Mai schläft tief und fest. Das finde ich nicht schlecht. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt unser Täubchen wieder im Team. Das müssen wir definitiv voll heilen. Und hoffen, dass... Ja, das habe ich gehofft. Dass das Macho Mai auf jeden Fall noch eine Runde... Vielleicht, wenn wir Glück haben sollten, noch eine zweite Runde aushält. Im Schlaf. Bitte. Yes! Jetzt läuft's ein bisschen. Ich glaube, gegen Kampf-Pokémon hatten wir hier diesen Psy-Strahl und die Fliegenattacke. Aber Macho Mai hat schon eine steinharte Verteidigung. Felsgrab tut schon richtig weh. Oh, das tut weh, das tut weh. Und... Oh, fuck, das tut weh. Ich habe so das Gefühl, das könnte auch im Bereich des tödlichen enden für dieses Täubchen. Wenn Macho Mai noch zweimal Felsgrab benutzt, beziehungsweise Felsgrab wird für Täubchen nicht das tödlichste sein. Es ist mehr der Fakt, dass dieses Macho Mai... Das wird auf jeden Fall überleben und dann geheilt werden. Beziehungsweise das rettet uns den Tag. Das rettet mir den Tag. Das rettet mir den Tag, aber das vermiest ihn mir. Und zwar sowas von komplett. Haben wir denn nicht irgendwas noch, wo wir ein bisschen halt was zumindest an... Ja, wir haben natürlich auch hier sowas. Einfach mal hier parat. Und dann nochmal, wenn du überlebst, wäre ich dir sehr dankbar, Fackel. Wäre ich dir sehr verbunden. Könnten wir nämlich... Bitte? Ja, warum sollte man auch überleben? Das ist schon... Also, das wird schon überbewertet. Muss man halt sagen, wie es ist. Wird schon überbewertet, dieses Überleben. Einfach mal ein Eisstrahl, bitte. Ich hoffe einfach mal inständig, dass er reicht. Yes. Wahnsinn, das war echt hammerhart. Kick Lee. Ja, gut, Kick Lee kann man schon mal hier... mal schauen. Durchbruch, das ist nicht so clever. Das tut mir nämlich ziemlich weh, du Vollidiot. Hör auf. Das gefällt mir nicht, dass du deinen Durchbruch besitzt. Scheiß Kickli, Mann. Jetzt muss man einmal noch einen Beleber einsetzen auf Ling. Und unser Ling wird dieses Typchen da einschläfern nochmal. Ja. Mhm. Mhm. So. Wir holen Ling raus. Ich hoffe jetzt mal, dass wir schneller sind. Yes. Sehr gut. Das verschafft uns etwas Zeit. Nicht viel. Aber zumindest etwas Zeit. Und ich hoffe, dass wir innerhalb der nächsten 3-4 Minuten fertig sind, weil ich muss noch raus. Ich muss noch was erledigen, meine Friends. Wer es selber aufwacht, ist mir natürlich klar. Finde ich aber nicht so toll, muss ich sagen. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Wir werden nochmal den Funken als kleines Opfer einsetzen. Damit wir Ling nochmal beleben. Wir müssen nämlich nochmal Täubchen und Ling ein bisschen hochheilen. Und ich hoffe mal, er überlebt einen Angriff. Überlebt er einen Angriff? Überlebt einen Angriff. So, dann werden wir mal direkt den Hypertrank an Täubchen benutzen. Täubchen benutzen wir als erstes, weil Täubchen jetzt erstmal einen Angriff tanken wird. Also zumindest erstmal ein Fliegen benutzen wird. Ich denke mal aber nicht, dass wir diese Pokémon-Liga mit diesem Pokémon schaffen. Wir sind einfach noch zu schwach dafür. So blöd das klingt, ist leider nun mal so. Ich werde noch mal ein bisschen trainieren gehen müssen.
Wow! Das fand ich gerade sensationell, Täubchen. Muss ich dir sagen. Wie konnte ich verlieren? Ja, ich war stärker. Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits. So, alles klärchen, Bärchen. Wir heilen mal unsere Pokémon, die es gerade so überlebt haben. Diesmal haben wir sogar ein Team, was aus dreien besteht. Finde ich irgendwie geil. So, als nächstes mal Beleber noch auf Laprasli. Ein Beleber auf unsere Fackel. Auf Funke. Und nochmal drei Hypertränke benutzen. Ich finde das irgendwie toll, wenn unsere Pokémon immer wieder voll sind. Gefällt mir irgendwie am allerbesten. Unser Monkey hat leider nicht mehr so viel, was er entgegenbringen kann. Nur noch ein Durchbruch. Aber der hilft uns nicht mehr so arg viel, was jetzt dann kommt. Aber wie dem auch sei, in der nächsten Folge geht's weiter. Ciao, Sen.